Biomasse für Energie, das kennen wir von Biogasanlagen. Doch viel älter ist die Idee, Produkte aus Biomasse herzustellen. Yes. So, this is a table made of wood. And that's a conventional way of using biomass for products. If we compare that with, for example, incinerating it in order to produce energy or to produce heat, then we have the problem that the carbon that is already integrated into the biomass will be released in the form of CO2 to the atmosphere. And actually, we do not want it. We want something better. Dr. Andrés Acosta will keine Holzmöbel bauen. Er entwickelt am Deutschen Biomasseforschungszentrum DBFZ-Verfahren, um aus Abfällen und Reststoffen chemische Produkte herzustellen. In seinem aktuellen Projekt untersucht er, was er aus Weizenstroh herstellen kann. Textilfasern, Grundchemikalien und mehr. So here I have flour that is used to make bread. That flour is produced from wheat. And to produce that flour, we use some parts of the plant. But actually, in the wheat production, we have large amounts of residues. So we are researching on how to actually use those residues to produce high valuable products. So what I'm trying to develop, to optimize, and even to scale up, is a process that helps us to separate the components of the biomass. And I can show you how I do it. Holzige Biomassen wie dieses Weizenstroh aufzuspalten ist kompliziert. Die einzelnen Komponenten Hemicellulose, Lignin und Zellulose sind extrem stark miteinander verwoben. Andrés Acosta und sein Kollege Alexander Feist wenden das OrganoCAD-Verfahren an, das vom Forschungszentrum Jülich und der Technischen Hochschule Aachen entwickelt wurde. Was dort in winzigen 20-Milliliter-Reaktoren funktionierte, optimieren die beiden für den industriellen Maßstab. Und so funktioniert das Verfahren. Wasser, ein Katalysator und ein hochentzündliches Lösungsmittel werden mit der Biomasse in den Reaktor gegeben. Nach dem Verschließen wird alles auf 140 bis 220 Grad Celsius erhitzt. Wie in einem Schnellkochtopf steigt der Druck auf bis zu 100 Bar. Ein gefährlicher Prozess, für den es viel Know-how und gute Sicherheitsmaßnahmen braucht. Because we cannot see through the reactor, we brought an example. So here we will use a candy. And these candies have three layers that we will use to represent what happens inside the reactor. The candies representing the wheat straw, they will be firstly react with the water. The hemicellulose gets hydrolyzed into the water. And then we produce a solution that we call hydrolysate. And this is rich in sugars, specifically rich in xylose. And that xylose is for us very valuable because then we can produce other high valuable products. Now we are interested to separate the lignin. And to do that, inside the reactor, the lignin is reacting with the organic solvent, which in this case is represented by this hot water. Then the lignin fragments migrate to the organic phase, and then we can separate it. The peanuts represent the crystalline cellulose fraction of the lignocellulosic biomass, the wheat straw. And through our process, we can separate it in a solid form. So using the basket, you will see we will get pulp. Und so sieht die Zellulose aus. In diesem Projekt wird an der Technischen Hochschule Aachen erforscht, wie die Zellulose am besten zu Fasern verarbeitet werden kann. Dafür wird das sogenannte Nass-Spinn-Verfahren verwendet. Aus diesen Fasern sollen später Agrartextilien entstehen. Das sind zum Beispiel solche Netze, die als Schutz gegen Vögel eingesetzt werden. Bisher bestehen sie größtenteils aus erdölbasierten Rohstoffen. Fäden aus Zellulose würden CO2 einsparen und Mikroplastik auf dem Feld verhindern. Auch aus der im Wasser gelösten Hemicellulose, dem sogenannten Hydrolysat
und dem Lignin können weitere Produkte hergestellt werden. With the hydrolysate, currently we are researching how to produce platform chemicals. For example, furfural. And furfural is a green chemical that can help us to reduce that dependency on fossil fuels. And it is because with furfural, the industry can produce biopolymers, they can produce biofuels and many other high-valuable products. And with the lignin, actually it's a very interesting question what we can do with it. Until now, we consider and we think that it could be activated to produce other kind of materials, but we're still researching on that. Als Umwelt- und Chemieingenieur geht es Andres Acosta nicht nur um die theoretische Möglichkeit, diese Produkte herzustellen. Er entwickelt Verfahren, die industriell einsetzbar sind, damit die Produkte auch in großem Maßstab hergestellt werden können. Diese Anlage haben Andres Acosta und Alexander Feist nicht nur selbst entworfen, sie wurde auch durch Feist gebaut. Alle Abläufe aus dem Labor sind in diesem System vereint. Das bedeutet, das hochentzündliche Lösungsmittel bleibt ausschließlich im System und wird dort recycelt. Außerdem fasst der Reaktor ganze 10 Liter und hält 120 Bar Druck aus. Doch Andres Acosta plant schon jetzt die nächste Stufe der Skalierung. Here we are next to our 100 liter reactor and we are engaged trying to keep scaling up our hydrothermal biomass fractionation process to bigger scales. And it is because for us it's important to complete that transition between our research in the lab to the reality to put it into the industry. So this scale is one step forward to reduce our dependency on petrol-based chemicals and materials. Große Mengen von Produkten und Grundchemikalien, hergestellt aus Abfällen und Reststoffen, noch ist das eine Vision. Doch Andres Acosta arbeitet mit seinen Kolleginnen und Kollegen daran, dass dies Realität wird. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität.